Wir wollen ganz zum Schluss im ersten Teil noch jemand zu Wort kommen lassen, weil wir auch zugeben, dass sich alle Bündnispartner von Umverteilen einig sind, dass wir das Umverteilen uns auch so vorstellen können, dass die Privatisierungsorgien der 80 Jahre endlich zu Ende gehen müssen und eine Umverteilung auch von jetzt privatisierten Monopolen zurück in die staatliche oder kommunale Hand vorkommen soll. Ich freue mich deshalb, dass Dr. Stefan Taschner vom Berliner Energietisch bei uns ist, der uns ein paar Worte zum Thema Volksbegehren in Berlin sagen wird. Ja, liebe Umverteilerinnen und Umverteiler, auch in Sachen Energieversorgung gibt es hier in Deutschland einiges umzuverteilen. Und gerade auch hier in unserer Stadt Berlin. Da ist die Energieversorgung nämlich weiterhin ganz fest in der Hand des Atom- und Kohlekonzerns Vattenfall. Der Berliner Energietisch hat sich zum Ziel gesetzt, das ganz möglichst schnell zu ändern. Wir wollen von Vattenfall die Energienetze zurück, damit die Gewinne endlich hier in der Stadt Heimatstadt nach Schweden zurückfließen. Wir wollen aber auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die jetzt bei Vattenfall angestellt sind, wieder zurück, um ihnen sichere Arbeitsplätze und gute Arbeit anbieten zu können. Ja, wir wollen am liebsten die ganze Energieversorgung dieser Stadt zurück, damit wir sie endlich ökologisch, sozial und demokratisch planen können. Und jeder von euch kann uns dabei unterstützen bei dieser großen Umverteilaktion. Und zwar jetzt, hier, heute und auch in den nächsten Wochen. Tragt euch in die Listen des Volksbegehrens des Berliner Energietisches hier an unserem Stand ein. Nehmt Flyer mit und sammelt bei euren Kollegen, bei euren bekannten Verwandten noch weitere Unterschriften. Denn wenn wir es schaffen, bis zum 10. Juni 200.000 Unterschriften zu sammeln, dann haben wir einen Volksentscheid zur Bundestagswahl. Und dann können wir endlich in dieser Stadt Vattenfall den Stecker ziehen und die Energieversorgung endlich wieder in die Hände der Berlinerinnen und Berliner, in unsere Hände wieder zurückholen. Bitte macht mit, helft uns dabei. Danke. So, vielen Dank, Stefan. Wir werden jetzt ein wenig Musik machen. Hier sind viele Infostände, die natürlich auch wollen, dass das, was sie haben, da ist. Wir wollen, dass ihr miteinander diskutieren könnt. Es geht dann in etwa 10 Minuten weiter. In 10 Minuten werden wir dann einen Talk machen, wo wir mit Betroffenen darüber diskutieren, wie entwickelt sich die Wohnungssituation in dieser Stadt, wie sieht es mit Hartz IV aus und vor allen Dingen, was hat die Vertafelung mit sich gebracht. Geht also nicht weg. Wir machen jetzt ein bisschen Musik als Hintergrund, damit ihr euch einmal ein bisschen von den Reden auch erholen könnt. Und es geht in etwa 10 Minuten dann mit der Diskussion über Inhalte weiter. Vielen Dank, dass ihr da seid.